Ja, heute ist Freitag und ich habe ja gesagt, ich bin am Wochenende wieder mal meine Familie besuchen. Das heißt, ich bin in Gesacht, war natürlich deshalb eben in Hamburg. Hab diesmal eigentlich überhaupt nichts Interessantes erlebt auf der Bahnfahrt. War eine sehr ruhige, eine sehr normale Bahnfahrt. Da sind ja die Jalousien alle noch zu. Ich dachte, ich sollte extra früh kommen. Ja, vollgepackter Tag heute. Wir haben viel vor. Das alte Haus angucken, wo ich aufgewachsen bin. Die Mieter von meinen Eltern sind da wieder abgesprungen. Das heißt, das steht jetzt komplett leer. Dann werde ich an das Grab meiner Katze, wo ich noch nicht war, und an das Grab meiner Oma, wo ich auch noch nicht war. Ist ja auch noch nicht so lange her. Also, wie gesagt, wir haben heute... Achso, und das Pferd meiner Schwester, das neue, muss ich mir auch angucken. Also, ich habe gut zu tun heute. Über Breaking Bad reden wir irgendwann mal, wenn ich eine freie Minute habe. Das sind ja eigentlich nur Röhren, die aus dem Boden da rauskommen. Aber ich finde, so sieht das aus wie die Titanic. Wie so ein Schiff. Und hier hat gerade jemand so rumgesponnen. Das ist hier so ein total mystischer Ort. Hier sind keltische Steine. Das war eine Opfergrube. Da hinten früher bei den Kannibalen aus Südamerika, ist das so eine Opfergrube. Hier sehen wir ein altes Aquädukt der Römer, sehr versiegt. Da hinten waren mal Gewächshäuser, die durch einen Hagelschauer komplett zerstört wurden. Und wo bin ich jetzt wirklich? Wir gucken uns gerade das neue Pferd meiner Schwester an. Die steht da hinten und sie motzt schon, weil ich muss das Pferd jetzt halten, weil sie es putzen will. Und reiten. Und reiten, ja, ich muss reiten. Nee, ich bin doch nicht bescheuert. Dein Pferd mal filmen. Was ist das? Ein Pferd. Ja. 75er Araber. 75% Araber, ein bisschen Huffy und Painthorse. Ja, und das ganze Pferd heißt Checke. Okay, und sein Name finde ich am besten. Wie Arcani heißt er. Ich dachte Amalfi. Arcani und Jaren. Sehr schön. Du bist das Leittier? Ja, natürlich bin ich dein Leittier. Sonst wird das Ganze nicht mal die Arme. Pferd. Schön ländlich hier. Was denn? Ach so, sie hat wieder alle verscheucht, ne? Das ist ein Biest hier. Boah, hier. Boah. Jetzt geht's hier aber los. Ja. Die da hinten ist hier die Zicke im Stall. Die scheucht immer alle weg. Oh, geht der jetzt wieder? Ja, hinten hier. Jetzt wird er wieder frech. Ich mache Beweisvideo gerade. Das ist ihr neues. Ihr neuer. Ich bin auch mal geritten in Ungarn. Wisst ihr das noch? Aber nur Katrin hat durchgehalten. Ja, ich konnte das ja auch gar nicht. Und dann sollte ich da auf einmal erst Trab, da bin ich ja schon fast runtergeflogen. Und dann sagt er so, jetzt aber Galopp. Ich will nix hier, ich steig ab. Das weiß ich noch. Ihr beide kamt wieder und Ankatrin bis zum Schluss durchgehalten. Ja, ja. Ja, genau. Ich wäre da runtergeflogen. Wobei Ankatrin ja meinte, Trab ist ja viel schwieriger als Galopp. Galopp hätte ich wahrscheinlich durchgehalten. Aber Trab war ja echt so bam, 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 bam. Ganz komischer Rhythmus. Hauptsache, sie kann essen, ne? Guck mal, jetzt wo ich ihn filme da hinten, beißt er nicht rum. Naja, dann nicht. Das war mein Kinderzimmer früher. Also richtig viel früher. Hier drüben war so ein bisschen ablagern. Hier hatte ich so meine. Hier war immer alles voll. Hier wurde einfach alles hingestellt an Säcken und so. Aber dadurch war das auch irgendwie so meine kleine Räuberhöhle. Da hinten war dieser eine Spielplatz, von dem ich immer mal die Geschichte erzählt hatte. Guck mal, da steht auch schon wieder was. Ja, ich war hier früher oben auf dem Dachboden. Da hinten stand immer mein Bett. Und dann habe ich mir mal alles hier bunt angestrichen. Ich war ja noch jung. Ich wollte es bunt haben. Ja. Und jetzt steht das ja gerade leer, das Haus, weil die Mieter weg sind. Und deshalb kann ich hier rumgucken. Und das ist schon ziemlich cool.
Ey, das ist ja überhaupt nicht langweilig. So, das war's auch schon mit, mit den ganzen Familiensachen. Wie gesagt, ich war da im Haus im Zimmer. Jetzt bin ich, ja, wie man uns schon erkennt, hier in Hamburg unterwegs. Hab mein Asthmamittel vergessen. Aber egal, so jetzt geht's, jetzt rufe ich Mario gleich an und dann geht's ja, nach Norderstedt. Und da wird dann, ich suche schon die ganze Zeit Magic-Karten in ganz Giesach. Es gibt keine Magic-Karten zu kaufen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier was in Hamburg werde ich ja wohl jetzt was finden. Unfassbar. Ich finde, in ganz Hamburg finde ich keinen Laden, der Magic Garden verkauft. Nicht einen. Karstadt nicht, nix. Karstadt Sport und Spiel nicht. Die ganzen Kioskläden nicht. Dann war ich in so einem Spielwarengeschäft. Nirgendwo bekomme ich hier Magic Garden. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo ich es noch probieren soll. Dann halt nicht. Lecker Schnitzel, Rosmarinkartoffeln, Soße und Brokkoli. Hättet ihr den noch? Ja, Joko, ne? Und hier, eine kleine Charlie. Ja, eine kleine Charlie. Ach, süß sind sie. Lange nicht gesehen, die beiden. Ja, ja. Er kommt wieder an und schlägt. Wieder was wir machen wollten. Na? Das ist doch mal eine ordentliche Runde Dominion. Der Schwarzmarktstapel. Alle Editionen, die es gibt. Jede Karte zweimal drin. Mit den Karten, für Leute, die Dominion kennen, als zusätzliche Karten. So, wer gucken will, soll auf Pause machen. Keine Lust, hier stundenlang zu zeigen. Es ist wahrscheinlich zu dunkel, als dass man es erkennen könnte. Ich könnte jetzt da wenigstens mal fokussieren. Los! Ja, fast! Fast! Er hat fast fokussiert! Na los! Habe ich noch vielleicht reingezoomt, deshalb. Nee. Ja? Na, jetzt mach doch mal, Alter! Naja, ich stehe hier jedenfalls gerade. Ich habe Feierabend, ich gehe gleich nach Hause, werde gleich den Video hochladen. Wollte euch nur kurz zeigen, dass hier so ein Baum komplett umgefallen ist über die Straße. Aber irgendwie schafft das mein Handy gerade nicht. Vielleicht wegen der... Ah, jetzt. So, jetzt ganz langsam, damit er nicht wieder unscharf wird. Da erkennt man so ein kleines bisschen den Baum. Das ist da oben alles abgeknackt. Da erkennt man das. Und da liegt jetzt die Hälfte des Baumes. Ja, und so ist das hier an einigen Orten. War das bei euch auch so windig? Alter, krass.